Commander. Ja, huhu, hier wieder beim Quali, unser kleiner Suizidtrupp hier. Startet auf seine erste Mission. Kommen bei XCOM 2. Die Kommunikation zu den Widerstandstruppen in diesem Gebiet ist erloschen. Das kann nur eins bedeuten. Diese Menschen haben alles geopfert, um uns diese Chance zu ermöglichen. Wir müssen diesen Wandler um jeden Preis bergen. Ah je, ich habe schon ein bisschen Schiss in der Wuchs. Immer wenn Leute zugucken, wenn ich spiele hier. Ich spiele zwar, also Taktik spiele ich gerne, aber richtig gut. Commander, ich habe das Gerät gefunden, aber es scheint, als wäre es im Kampf beschädigt worden. Die Energiewerte spielen verrückt. Uns bleibt wohl nicht viel Zeit, bevor es explodiert. Shen arbeitet an einer Möglichkeit zur Stabilisierung des Dings. Aber dafür müssen wir nahe genug ran, um auf seinen Kern zugreifen zu können. Bleiben Sie im Schatten, bis wir die Lage geklärt haben. Alles klar. Lass mal hier schon dabei. So einen Chefsoldaten. Jane Kelly ein bisschen nach vorne ziehen. De acuerdo. Sehr aggressiv vorrücken. Wir sind ja noch in im Schatten. Got it covered. So. Go, 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 go. Alien-Aktivität, alles klar. Dann rück mal. Ich rück weiter aggressiv vor. Okay, da haben wir Aliens. Die Advent-Offiziere scheinen fähiger als die normalen Fußtruppen zu sein. Wir wissen aber nicht, ob es an der Ausbildung oder der Gedankenkontrolle liegt. Commander, wir haben die Chance, ihnen richtig weh zu tun. Stellen Sie sicher, dass wir unseren Vorteil optimal nutzen, bevor Sie den Kampf eröffnen. Alles klar. Aggressiv vor. Go, go, go! So. Ja, wenn ich nach hier gehe, habe ich Angst, dass die mich entdecken. Alles klar. Schauen wir mal. Die gehen da rechts weg, alles klar. Vorne ist das Paket. Mi avvicino alle coordinate. Vediamo il bersaglio. Okay, da sind noch mehr. Okay, Sie sollten die Sicherheitsprotokolle dieses Dings hacken können, um es zu stabilisieren. Shen lädt gerade den Code hoch. Quelli non sono dei nostri. Ich mag das ja irgendwie nie, wenn ich unter Zeitdruck bin und wir haben hier eine Rundenbegrenzung. Das ist nicht so geil. So, wir stellen ja, komm, einer noch hier nach außen. So. So. Du stellst dich noch da. So, dann gehst du in den Overwatch. Du gehst in den Overwatch. Du gehst nach hier vorne dran. Position bestätigt.
schießt mal auf den Starken. Okay. Ich müsste jetzt unser Ding ist weg sein, aber wir haben zwei Leute in Overwatch, die auch noch flanken, glaube ich. Diese Einheiten bilden den Großteil der Advent-Truppen, mit denen wir zu tun haben. Sie sind diszipliniert und okay, der ist down. Der ist auch down. Perfekt. Bersaglio inerme. Blanco abatido. So muss das sein. So, das andere Team verschanzt sich jetzt hier natürlich. Okay, markiert. Das heißt, er wird jetzt besser getroffen. Aber ich glaube nicht, dass er auf die nicht auf die schießen will jetzt, ne? Oder? Hier auf den, alles klar. Gut, dass wir jetzt hier an der Seite noch einen Soldaten haben, der kann jetzt hier schön einen auf dicke Hose machen, glaube ich. So. Hier hin. So, du hast jetzt hier den geflankt. Hast du dir... Ja, schieß. 70% sollte gut sein. Jo, kritisch, perfekt. Damit hast du nicht gerechnet, du Idiot, wa? Eine Beförderung verdient. So. So, du hier bist relativ frei. Läufst mal auf die Gefahr, dass hier hinten noch welche sind. Mal hier hinter den Felsen. Klar. So. Du läufst hier hin. Position confirmata. Und schießt mal auf den Kerl hier. 65% nur. Er steht da hinter dieser Markierung, wa? Ich stelle neben den hier. Und der trifft ihn noch nicht mal. Scheiße. Oh oh. Ranger verfügen über einzigartige Ausrüstung für den Nahkampf. In der richtigen Situation können sie extrem effektiv sein. Okay, mach mal einen Schwerthieb hier. Bam. Feind eliminiert. Läuft. Weil der hier, der Silvio Rossi hier, der hat sich ja jetzt wirklich nicht mit Ruhm bekleckert hier. Okay. Wir haben noch 4 Runden. Kommt irgendeiner schon dann dran an das Ding? Du noch nicht. Du bist am weitesten vorne. Oh nein. Mal hier hin. Vielleicht mal nachladen. Locked and loaded. Okay. Ordine ricevuto, mi muovo. Blablabla, was auch immer. So. Hier. Affirmativo, en camino. Nachladen. Lista para atacar. Begebe mich zu dieser Position. Auch du kannst nachladen. Waffe geladen. Di nuovo in partita. Commander, uns läuft die Zeit davon. Ja, wenn ja, ja, ja. Wandler nicht bald stabilisieren, kehrt heute wohl niemand. Bin noch schon da drin. Bin noch auf gutem Wege. So, hier. Die Jane, die steht doch schon direkt da dran hier. Zack. Verstanden. Rücke aus.
Und hacken. Mal sehen, was wir hier haben. Einnahmen aus der aktuellen Region um 25 erhöht oder Scanzeit der Avengers um 4 Wochen lang um 50% reduziert. Was auch immer das heißt. Ich nehme mal hier mehr Money! Nee. Okay. Gut gemacht. Die Werte normalisieren sich. Nun, zumindest fast. Firebrand ist auf dem Weg, aber gehen Sie kein Risiko ein. Schalten Sie vor der Evakuierung alle verbleibenden Feinde im Gebiet aus. Was, hier sind noch welche? Ordenes confirmadas. Marchando. Okay, ein bisschen sammeln hier um das Ding. Da vorne kam irgendwas her. Feuerschutz. Poniéndome en guardia. Roger that. Feuerschutz. Scanning. Und du stehst ja eigentlich schon ganz gut. Feuerschutz. Fatevi sotto. Feind drückt aus. Tut er das? Boah, sag jetzt nicht, ich muss jetzt hier raus und... Ah, da steht was. Da steht was. Okay. Sie ähneln den Sektoiden, auf die wir erstmals während der Invasion trafen. Aber ihre Genstruktur enthält nun auch menschliche DNA. Sie sind stärker denn je und ihr psionisches Potenzial ist noch höher. Beide treffe ich nicht. Den weg, damit auch die Deckung weg ist da. Okay. Kelly. Hier eine Deckung. Bestätigt. Brücke aus. Granate schmeißen. Kommst nicht weit genug. Aber das ist auch alles nicht so cool hier. Der steht da. Ich weiß nicht, ob der hier voll. Ich gehe lieber noch mal hier hinter. So. Und da. Overwatch. Overwatch. Affirmativo. Dann schauen wir mal. Geht hier raus und passiert den Overwatch. Daneben. Ja, scheiße. Yeah, I didn't get it. Auf die Plattform! Sie bewegen sich! What? Jetzt aber der Overwatch muss sitzen. Ach, daneben. Riprendo la mira. Ah, ich stehe in voller Deckung, ist gut. Sparano da questa parte. What's in my... Nothing. It's nothing. Gut. Okay, hier steckt diese, steht dieser komische Sektoid. Ich kann den gerade nicht sehen. Der Typ 64% schieß ihn ab, komm. Ja, Mann! Das Mission hat so gut angefangen. Scheiße. Komm hin. Raggiungo le coordinate.
Ecco, prendi. Erledigen wir den. Okay. Jetzt kann ich ihn sehen. Schwerthieb. Nicht auf die Anderson. Auf den Typen. Zack. Okay, hat ihn leider nicht getötet. Das könnte wehtun jetzt gleich. Aber unser Soldat versucht viel zu flanken. Okay, daneben. Gut, dass unsere Soldaten alle Scheiße schießen, egal auf welche, in welche Richtung. Der Sektuit versucht sich zu verpissen. Der Feind bewegt sich! Sie flankieren uns! Okay. Was war das? Oh. Okay. Die Toten finden keine Ruhe. Die Aliens können sie per Gedankenkontrolle steuern. It's inside me! Nee, ist klar. So. Ich würde sagen, auch noch ein Schwerthieb. Um 88%, der müsste sterben jetzt. Zack! Also ich müsste jetzt der Zombie ja tot sein, wenn das Gedankenkontrolle ist. Ja. Läuft! Meines 1-5, Status bestätigt, Mission erfüllt. Makellos, liebe Freunde. Des Campings. Bin stolz auf uns. Hi Kelly, hier 50% Trefferquote. Niemand daneben geschossen. Rossi auch ganz vorne dabei. Fortfahren mit beliebiger Taste. Soldaten haben sich redlich verdiente Beförderungen erarbeitet, Commander. Und Shen wird vermutlich auch mit ihnen reden wollen. Läuft. Drei Beförderungen. Kelly leider nicht befördert, obwohl sie zwei Kills gemacht hat. Ah ja, ich komme, ich mache noch ein Stück weiter hier. Bevor ich mich hier ganz verabschiede, können wir eben noch gucken, was wir hier geborgen haben. Wir machen dann einen Cut mal vor dem nächsten Einsatz. Das glaube ich am spannendsten. Kommen Sie! Bringen wir ihn rein! Technikabteilung will einen Besuch haben. Okay, ich habe deine Repulsoren mit Teilen ihres alten Antriebs versehen. Das sollte dein Stabilisierungsproblem lösen. Komm schon, Rover. Das wird schon. Commander, unsere Technik mit ihrer zu verbinden ist nicht so leicht. Lily Shen, Schiffsingenieurin. Zu ihren Diensten. Sie haben wahrscheinlich meinen Vater erwartet. Nach allem, was passiert ist, hat Central wohl noch nichts gesagt. Er ist tot. Dad hat alles getan, um uns so weit zu bringen. Das ganze Schiff ist sein Lebenswerk. Ich weiß, er hätte ihn gerne selbst alles gezeigt. Er hat viel von ihnen erzählt. Aber ich werde das beenden, was er angefangen hat. Sieht nicht so aus,
Aber ich kann von hier aus so ziemlich alles herstellen, was sie brauchen. Und mit etwas mehr Hilfe wären sie erstaunt, was ich für sie tun kann. War mir eine Ehre, sie kennenzulernen. Commander? Der ist ja niedlich. Ich kann keine Wunder versprechen, Commander. Aber einiges davon kann ich wahrscheinlich im Handumdrehen zusammensetzen. Ich schlage vor, dass wir mit einem Medikit anfangen. Wir werden es sicher schon bald brauchen. Läuft. Alles klar, Commander. Tigan scheint Fortschritte bei seiner Forschung gemacht zu haben. Wir sollten ihn im Labor besuchen. Dieser Entwurf beruht auf meinen früheren Forschungsergebnissen. Wenn ich das geahnt hätte. Ah, Commander, exzellentes Timing. Es gibt Fortschritte. Ich kenne jetzt etliche Schlüsselkomponenten des Chips, der aus Ihrem Schädel stammt. Meiner Analyse nach diente er primär als eine Art Leitung, um große Datenmengen direkt an Ihre Großhirnrinde zu senden. Nach Trennung der primären Verbindung sind viele der Daten verloren. Einige Bruchstücke bleiben jedoch. Geister, wenn man will. Sehen Sie. Taktische Kampfsimulationen. Kriegsspiele. Sie haben eine unfassbare Menge von Kämpfen verarbeitet. Es ist im Grunde ein Wunder, dass Sie so lange überlebt haben. Auch wenn das beunruhigend wirkt, hat es doch was Gutes. Dieser Chip ähnelt stark einem medizinischen Implantat, an dessen Entwicklung ich in der Gentherapieklinik in New Providence beteiligt war. Soweit ich weiß, waren diese Implantate nur für hochrangige Advent-Offiziere gedacht. Captains oder höher. Wir müssen einen Chip von so einem Offizier bergen, um sicher zu gehen. Ein besseres Verständnis dieser Implantate wäre uns von großem Nutzen, Commander. Neues Ziel hinzugefügt. Okay, wir müssen also einen Advent-Offizier-Leichnam bergen. Ist klar. Die Advent-Offiziere wurden eindeutig modifiziert, um ihren Untergebenen Befehle auf psionischem Wege zu übermitteln. Der Chip ist der Schlüssel. Alles klar. Forsch mal. Ausrüstungsverbesserung. In Bezug auf Kraft und Beweglichkeit scheinen die Advent-Offiziere den gewöhnlichen Advent-Soldaten ähnlich zu sein, wenn nicht sogar physisch identisch. Einsatzberichte deuten jedoch eine gesteigerte Geistesschärfe an, da die Offiziere den unterstellten Advent-Einheiten taktische Befehle geben. Dieses Forschungsgebiet zählt für mich zu den faszinierenderen Optionen. Wir fangen sofort an. Ich melde mich, wenn ein vollständiger Bericht verfügbar ist. Okay, du schnibbelst also gerne. Es scheint, als hätte Shan dieses Modul zum Laufen gebracht, Commander. Wir erwarten Sie auf der Brücke. Okay, Soldatenanzeigen. Okay, hier haben wir schon so ein Pool aus Soldaten. So, und ich habe auch schon eine Bewerbung per Skype erhalten für einen Soldaten. So, wir haben auch hier ja die Möglichkeit zu individualisieren. Können wir denn hier auch die Nationalität ändern? Ja, können wir. Perfekt. Okay. Denn der gute Leswerk. Ne, mit H, ne? Lack. Vorname und Nachname. Dark. Der gute Lesrak Dark. Ich weiß gar nicht, schreibt er sich wirklich mit C? Ich meine schon. Spitzname hat er noch nicht. Muss er erst noch mehr Erfahrung sammeln. Biografie. Joa. Lassen wir mal raus. So. Sieht doch gut aus. Komme ich jetzt wieder zurück? So.
So. Ich glaube, das trifft eher auf den Lesrak zu. Der Haarschnitt passt. Not. Ich weiß gar nicht, was hat der für eine Augenfarbe? Der ist noch in Skype. Vielleicht frage ich ihn nachher mal und ändere das dann noch. Stimme ist nicht italienisch. Das glaube ich nicht. So Vorschau von einem deutschen... Ich bin schon dabei. Muss mehr sexistisch klingen. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Nee, zu männlich. In Ordnung. Nee. Los, los, los. Nee. Bestätigt. Alles klar. Los, los, los. Schon unterwegs. Sporte los. Bewegung, Bewegung. Okay. Jawohl. Bin gleich da. Ach, das passt ganz Position gut. Bestätigt. Einstellung nervös. Okay, alles klar. Charaktersammlung speichern, machen wir später. Haare. Ich glaube, er hat ein bisschen lange Haare, so halblange Haare. Gott, ich habe mir den armen Lesrak noch nie richtig angeguckt. Glatze. Also richtig viel Auswahl haben wir hier nicht. Hier, komm, nehmen wir das. Das sieht ganz witzig aus. So. Gesicht. Markantes männliches Kinn. Der hat nicht so ein Ösil-Gesicht. Bart! Weiß ich gar nicht. Egal. Haarfarbe hat er, glaube ich, wirklich eine dunkle Haarfarbe. Ich glaube, nicht so schwarz wie Ebenholz. Ne? Bisschen aufgehelltes Schwarz, glaube ich. Ja. Wir machen das später nochmal richtig. Accessoires. Guck mal, er kann einen Helm bekommen. Am besten, hat er gesagt, mit Vollhelm. Vollhelm. Wow, mit so Kapuzenpulli. Sturmhaube! Das ist ja okay. Aufklärungshaube. Tuch. Ich glaube, das trifft es am ehesten, was einen Helm angeht, ne? Ja. Gesichtsbemalung. Ja, komm. Hier. Martialisch, Lesrak, martialisch. Waffenmuster. Hier, sieht auch gut aus. So. Untere Gesichtsaccessoires. Körper. So. Ja, mehr kann man hier gar nicht einstellen. Was heißt, mehr kann man gar nicht? Es ist schon... Hier die Waffenfarbe kann man noch einstellen. Zack. So Giftgrün. Stimme haben wir schon. Speichern wir den mal in der Charaktersammlung. Willkommen Lesrak Dark. Ja. Und du hast auch sofort eine Beförderung verdient und bist... Grenadiere sind unsere Sprengstoffexperten. Sie setzen schwere Sprengkörper ein, wann und wo immer wir sie brauchen.
Grenadier. Der Grenadier benutzt einen Granatenwerfer, um Granaten abzufeuern, statt sie zu werfen. Jawohl, okay. Läuft. Wie die Hose sieht ein bisschen meh aus. Mal zurück. Kann man das noch ändern? Hose irgendwo? Steht irgendwo Hose? Habt irgendwas gesehen mit Hose? Accessoires? Rüstungsmuster, Waffen... Rüstungsmuster geht nicht. Beine hier, Beine. Haha. Die Hose sieht scheiße aus. Sieht aber auch... Ah, so ist besser. Alles klar. So. Willkommen, Lesrak Dark. So, wie gesagt, wenn ihr noch hier Ines Guzman oder Greater Anderson sein wollt, dann sonst werde ich die noch ein bisschen bearbeiten. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder, wenn es wieder heißt XCOM 2. Bis dahin, erfahren euer Quali. Tschüss.